Dat is echt niet goed, toch? Buren hebben hier de hand in de hosensok. Ik zal nemen, kijken wie niet met de vingers staat. Maar nog. Ik dacht, een ijs is goed. Moet je dat nog proberen? Ik ook. Ik heb het wel geht zum Tagessiegerin Miss Meiringen von der Brown Swiss. Alle hier im ersten Rang sollen in den Ring kommen. Am Ende von eurer Genossenschaftsschau. Ich möchte mich zuerst noch einmal recht herzlich bedanken, dass ich hier da richten durfte. Ich bin sehr, sehr gerne auf eine Linie gekommen. Eine Linie, das ist Brunfi-Hochburg im Kanton Bern. Wir haben sehr starke Branches und vor allem auch die Originalbrunnen. Es hat mich außerordentlich gefreut, dass ich hier da kommen. Ich möchte natürlich auch im OK recht herzlich gratulieren, ihr habt ganz tolle Fische auf die Beine gestellt. Ihr habt, ich glaube, es als Volk hat, das hat auch einen Applaus verdient. Ich habe mich entschieden, Miss Meiringen 2018 ist die Kuh da vorne. Recht herzliche Gratulation. Dann im zweiten Rang hat ich die Kuh hier, die Galtkuh, mit ihrer unerhöhten Kapazität. Ich möchte noch schnell etwas zu der Miss sagen. Eine Miss, für mich ist sie, aber sie ist ausgeglichen, sie hat nie eine Frau drin. Sie ist
eigentlich von Kopf bis Fuß alle Harmonie. Sie haben aber auch ganz ein Trosshut, der noch sehr, sehr hoch oben ist. Und das hat sicher verdient in dem Alter, dass man so fit da steht. Ich möchte den Besitzern recht herzlich gratulieren. Im ersten Rang und somit Miss Meieringen 2018 ist Linda, eine Alonso-Tochter und Herren durch den Zumrun, Simon und René. Im zweiten Rang ist Nubia, somit Vize-Champion, eine Jugendtochter und Eigentümer ist dann Koller Dani. Zum absoluten Höhepunkt des heutigen Tages. Ich habe mich entschieden, für mich hier drei Kühe im Ring zu lassen. Die anderen möchten gerne, dass sie den Ring verlassen, aber geben ihnen noch einen Applaus. Für mich, am heutigen Tag, gibt es leider, oder kann nur, leider nur ein Mist machen. Und das ist die Kuh vor mir. Recht herzliche Gratulation. Vizemiss in der Mitte und die dritte Armee, die noch hier ganz vorne ist. Gebt Ihnen einen kräftigen Applaus. Ich denke, meist am heutigen Tag eine Kuh, die mit ihrer Harmonie, mit ihrem Ausdruck, eine Kuh, die einfach sehr, sehr viel Freude macht. Ich denke, eine Kuh, die wir gerne haben im Stall. Ich habe es gesagt, mit dem schönen Alter, schon mit ihrem Alter, mit ihrem Ausdruck, hervorragend Oberlinie, einfach eine Kuh, die man Fehler wirklich sehr, sehr genau schon suchen müssen. Ich denke, da wird man Besitzer sein von diesem Tier. Dann wäre so von meiner Seite her gewesen. Ich möchte auch noch recht herzlich danken, dass ich am heutigen Tag wieder hierher kommen durfte. Auch im Beat, es ist sehr, sehr angenehm, mit dem alle zusammen zu arbeiten, zusammen zu diskutieren. Auch im ganzen OK von dieser Fee-Show hier zu Meiringen. Bis ein anderes Mal. Danke vielmals. Miss Meiringen Originalbrünnfee ist Lili. Das ist eine Heldtochter und Eigentümer von Plattart Arnold. Vize-Champion, Vize-Miss ist Ronja, eine Ligarbo-Tochter und Eigentümer sind Tagebreder Winterberger. Somit sind wir am Ende unserer Herbstshow, was die Stellen belangt. Weiter geht es natürlich noch mit der Festwirtschaft. Es hat noch genug zu essen und zu trinken. Mache ich Gebrauch davon. Ja, das ist ein bisschen.